ein kleines Video noch über Mircea Brunea von Alamai ins Team. Erstens, ich ziemlich Zeit mit der Entwicklung, komme aus Indonesien, auch in dem Fall selbst gesammelt. Mircea Brunea sind ja stark polygyn, also teilweise extrem stark, wie wir hier sehen werden. Allerdings glaube ich auch noch, dass die Main Queens hier die Brut legen. Sehr viel kleine erkennbare Brut. Sind echt wunderschöne Tiere, auch die Queens. Die Entwicklung der Brut dauert schon seine einige Zeit. Die Ameisen sind auch mäßig aggressiv. Hier relativ provisorisch eingerichtet, im Endeffekt dann im 80x80er Becken. Relativ groß. Können auch flexibel untergebracht werden, die Worker. Die haben auch keinen Stachel, also die können noch ein bisschen pieksen. Mircea Brunea ist noch nicht ganz so bekannt. Ich finde auch eine schöne Art. Im Endeffekt, die ist sehr genügsam, die Art. Ist jetzt nicht so der aggressive Jäger. Leben sehr gern an Bäumen. Und auch eine recht robuste Art und Ameise. Könnte man eventuell auch mit anderen Ameisen gut vorgesellschaften, da sie nicht so aggressiv sind. Also das würde klappen, im Schnitt gesehen. Das ist schon ein größeres Boot. Die vermehren sich jetzt langsam auch gut. Mögen es auch leicht feucht. Kommen aus Indonesien ja auch aus einem Teil. Gut, da gibt es auch ein paar Trockenzeiten, aber das heißt, Trockenzeit heißt dort nicht wirkliche Trockenzeit, sondern einfach nur kein extremer Regen. Schöne Art einfach. Wie sie meistens auch gekrümmt mit ihrem Gaster gehen. Fühlt sich hier ganz wohl. Und ich bin mal gespannt, ich werde wieder mal ein Video posten, wenn die Kolonie mal recht groß wird. Es wird aber noch, denke ich mal, ein paar Monate dauern. Dann wird es mal interessant, was hieraus geworden ist. Berichte ich gerne wieder drüber. Und die Kolonie in der Natur noch ganz kurz dazu zu erklären, die ich gefunden, gesehen habe auch. Die waren an jedem Baumstamm quasi dran, wahnsinnig. Und teilweise also am Boden, nicht wirklich tief im Boden drin, lebt diese Art. Und ich schätze teilweise um die, in dem ein Eck, ungefähr ca. 20 Quadratmeter, nicht ganz. Und die Queen-Anzahl würde ich ungefähr auf 1000, 2000 Königin schätzen, aufwärts. Also es waren richtig viele Königinnen, wieso auch immer. Sehr eigenartig. Die Art ist halt wirklich stark, stark polygyn. Die haben da auch alles besiedelt gehabt, jeden einzelnen Baum. Es war einfach Wahnsinn. Schöne Art einfach, echt schön. Herkommt, wie gesagt, Indonesien damals. Auch schwer zu finden. In Indonesien gibt es ja nicht mehr viele Wälder, alles abgeholzt. Da muss man schon wirklich suchen. Traurigerweise. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald mal wieder, euer Mayans-Team. Danke.